In einem kleinen Ort in Sachsen wohnte Opa Siegfried. Er war abhängig. Er trank jeden Tag mehr als eine Flasche Whisky und rauchte wie ein Schornstein. Lecker, lecker! Ich liebe Alkohol! Hören Sie bloß mit dem Trinken und Rauchen auf! Aber Siegfried dachte gar nicht daran. An einem Samstagmorgen war ihm ganz schwindelig und er brach zusammen. Hilfe, Hilfe! Ist da keiner? Für diesen Tag hatten sich seine Kinder zum Kaffee angemeldet. Das wird so schön! Auf einmal hörten sie ein Hallo, Hilfe! Als sie das hörten, riefen sie Polizei und Rettungsdienst. Was ist denn hier los? Wir glauben, es zusammengebrochen. Zum Glück konnte der Rettungsdienst Opa Siegfried wieder reanimieren. Sie hatten Glück. Diesmal konnten wir sie noch retten. Ich rauche und trinke nie wieder.